Heute wird es sehr spannend. Herzlich willkommen. Wir machen heute Folgendes. Gleich bauen wir zusammen eine Festplatte in die PlayStation 5 ein. Das habe ich noch nie gemacht. Das wird ein Blindflug, aber aufgrund meiner reichhaltig vorhandenen Ingenieurstalente glaube ich, dass das gar kein Problem sein wird. Aber falls es nicht funktioniert, dann seid ihr zumindest bei einer kleinen technischen Katastrophe anwesend. Im besten Fall kann dieses Video dann später auch als Tutorial dienen für alle Leute, die Ähnliches vorhaben und auch keine Ahnung. Aber bevor wir beginnen, möchte ich euch einmal ganz kurz sagen, worum es heute geht. Wir machen nämlich im August auf der Gamescom ein Street Fighter Turnier. Und zwar Street Fighter 6, logischerweise. Und das Turnier ist ein Partner-Turnier. Das heißt, ich werde antreten mit einem von euch. Und zwar dem oder der Besten, den es gibt, die es gibt unter euch. Und jetzt fragt ihr euch, ja Nils, ich würde dir super gerne helfen, bei diesem Turnier zu gewinnen auf der Gamescom. Wie kann ich denn da mitmachen? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr einfach mal auf, zum Beispiel, huch, das ist falsch, das kommt später, das war schon mal die PlayStation, geht ihr einfach auf meine Twitch-Seite und da seht ihr hier so Kacheln und dann klickt ihr einfach mal hier drauf. Und dann seht ihr, ihr seid bei Rocket Beans im Blog. Könnt auch einfach auf rocketbeans.tv gehen und dann hier oben auf Blog. Und da werdet ihr hier mit allen Informationen konfrontiert, die ihr braucht. Der Noob und der Profi. Ich bin natürlich der Noob in diesem Turnier. Und ihr seid hoffentlich der Profi. So, und über diesen Text hier könnt ihr dann alle Informationen erhalten, die ihr braucht, wie ihr euch bewerbt und welche Zeiträume ihr euch freischaufeln müsst. Und zwar gibt es, also, erstmal brauchen wir eine schriftliche Bewerbung, ne, Schritt 1. Dann werden diese Bewerbungen bei RBTV Home am 11.07. bewertet. Und dann werden wir 8 von euch sozusagen vorauswählen. Und dann wird es in Hamburg am 19.07. ein episches Community-Turnier geben. Da könnt ihr euch gegenseitig raushauen. Und die 4 Besten von euch dann, also von diesen 8, werden zur Gamescom fahren. Und diese 4 werden ein Team bilden mit entweder Eddie, Soon, Chiara oder mir. Und ihr wollt hoffentlich natürlich sehr gerne bei mir im Team sein. Dann fahrt ihr zur Gamescom und von Donnerstag, 22.08. bis Samstag, 24.08. täglich 14 bis 17 Uhr ist das Gamescom-Turnier in Köln und ihr müsst euch um nichts kümmern. Reise, Ticket, Übernachtungskosten werden natürlich von uns übernommen. So, und dann folgt jetzt hier die Information, wie ihr euch bewerbt, einfach per Mail an community@rocketbeans.tv und dann der Betreff Street Fighter 6. So, und dann gibt es ja noch so ein paar Fragen, die ihr beantworten müsst, wie gut seid ihr in Street Fighter und so weiter. Könnt ihr noch ein paar Sachen mit dazu packen, denn denkt dran, eure Bewerbung wird ja auch ein bisschen bewertet und da ist es schon auch ratsam, neben dem Skill, der auch für euch spricht, vielleicht reicht das auch schon aus, wenn ihr richtig gut seid, aber so ein bisschen was Buntes in die Bewerbung zu packen, hilft natürlich auch so ein bisschen rausgepickt zu werden aus den vielen, vielen tausend Bewerbungen, die jetzt hoffentlich eingehen werden. Schritt 1. Das heißt, heute im Verlauf des Streams werde ich noch fleißig Street Fighter üben. Und wenn ihr jetzt hier im Chat seid, Leute, dann könnt ihr gerne mir Tipps geben. So. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Ich habe hier was aufgebaut. Jetzt habe ich hier eine kleine Kamera noch installiert. Und wir bauen jetzt gemeinsam diese Festplatte hier. Die ist von Samsung, die 990 Pro, die bauen wir jetzt in die PlayStation ein. Die ist gar nicht so groß, wie man sieht, die passt da gut rein. Und unter ihr liegt meine PlayStation und die öffnen wir zuerst. Wie öffnen wir die PlayStation? Das ist ein bisschen tricky. Ihr müsst an der Ecke hier nach oben ziehen und gleichzeitig nach rechts drücken. Ich gebe euch mal eine kleine Orientierungshilfe. Hier ist mein Laufwerk. Das zeigt quasi an meine rechte Brust, wenn ihr so wollt. Und hier ziehen wir rauf und gleichzeitig nach rechts und dann öffnet sich das Verdeck. Und wir blicken in die Innereien unserer PlayStation. So, jetzt müssen wir diese Schraube hier lösen und
dahinter verbirgt sich der Festplattenslot. Ich nehme mal hier diesen Schraubenzieher. Öffne das. So. Diese Schraube hier. Auf jeden Fall aufbewahren. Die brauchen wir gleich wieder. Und hier liegt dann so ganz lose jetzt diese Abdeckscheibe oder eine Scheibe ist das ja nicht. Was ist das? Ein Klotz. Abdeckklotz. So, und hier, da sehen wir schon den Bereich, wo wir gleich die die Festplatte reindrücken wollen. So, jetzt gibt es hier verschiedene Löcher, die sind dafür da. Es wird teilweise manchmal ein bisschen unscharf, so ist es halt mit der Kamera hier gerade. Die Löcher sind eben, je nachdem wie lang eure Festplatte ist, hier da, wo der Finger ist, stöpsel ich sie gleich ein. Und hier unten befindet sich eine Schraube und so ein Abstandhalterring. Die Schraube und den Ring müsst ihr rausdrehen und die kommen dann hier in das Loch. Erst die Unterlegscheibe und dann die Schraube, damit die Festplatte einen richtigen Abstand hat. Jetzt habe ich mir diese Schraube aber ein bisschen zerdeppert, indem ich versucht habe, sie mit einem nicht wirklich passenden Schraubenzieher rauszukriegen. Und sie wurde etwas verwundet und zermatscht. Deswegen habe ich mir das Ganze nochmal neu bestellt. Das könnt ihr für einen schmalen Groschen, ich weiß gar nicht, was habe ich bezahlt, 5 Euro oder so, könnt ihr die wirklich passend nachbestellen. Und dazu bekommt ihr auch in dem Fall halt so einen kleinen, aber feinen Schraubenzieher. Der ist vielleicht nur für diese eine Schraube zu verwenden. Und sonst braucht ihr das nie wieder, ich habe keine Ahnung. So, ich lege jedenfalls die Schraube und die Scheibe da jetzt hier mal beiseite. Und jetzt kümmern wir uns mal um unsere Festplatte, die wir da reinbauen wollen. Das ist diese hier. So, machen wir die einmal auf. Tada, so, da ist sie drin. Schön verpackt in ihrem Gehäuse. So. Da ist sie. Klein, aber fein. So, und jetzt sehen wir hier bei dieser kleinen Platte, dass hier so ein Halbkreis ausgeschnitten ist. Und das ist die andere Seite. Da ist nämlich quasi dieser Halbkreis, das ist für die Schraube, die ich euch gerade gezeigt habe. Und auf der anderen Seite sehen wir hier so eine Kerbe. Und die Kerbe kommt dann hier unten in die PlayStation rein. Da ist nämlich auch so eine kleine Lücke, was ihr jetzt nicht so perfekt sehen könnt. Da deutet sich das ein bisschen an, so einen kleinen Schatten. Da könnt ihr sie reindrücken. So. Das machen wir mal. So. So, jetzt steht die natürlich so ein bisschen nach oben ab. Das ist aber normal. Dafür gibt es ja die Schraube. Wenn ich das jetzt ein bisschen runterdrücke, vorsichtig, dann sehen wir, ja, das ist also das hinterste Loch. Da soll die Schraube jetzt rein. Dann nehme ich mir erstmal diese Unterlegscheibe. So, die kommt dann so in das Loch rein. Dann nehme ich mir die Schraube. Die kommt dann so da rein. Und ganz vorsichtig. So, drehe ich die fest und jetzt wollen wir das natürlich so machen, dass die nicht mehr wackelt, aber so, wir müssen es auch nicht zu fest machen. Okay, so jetzt sieht das alles wunderbar aus. Wie gesagt, das ist eine extra nachbestellte hier, die da ist ein bisschen zerdeppert. Ich kriege sie jetzt auch gar nicht mehr richtig raus, weil ich hier das Gehäuse zerstört habe, aber darüber hüllen wir den Mantel des Schweigens. So, sieht das dann aus. Ich hebe es mal ein bisschen an. Das fertige Produkt. So sieht man es ein bisschen besser. Da steckt sie drin. Und jetzt kommt der Reveal-Moment. Jetzt werden wir natürlich die PlayStation erstmal wieder verschließen hier mit der Klappe. Und dann werden wir sie natürlich auch nochmal anmachen und gucken, ob das funktioniert hat. So, also die kommt wieder darauf. Hier ist unsere Schraube. Und zumachen. Sehr gut. Dann nehmen wir unsere Verschlusskappe. So.
Müssen wir gucken, dass die. Da sind ja so kleine. Da sieht man das. So Flossen dran. Die müssen einfach wieder genau da rein, wo sie reingehören. So, und jetzt schiebe ich das von rechts. Und sie müssen es einmal knacken, wenn ich es richtig mache. Knack. Sehr gut. So. Eingebaut. Jetzt kommt der nächste Part. Jetzt muss ich das Gerät mal wieder aufbauen und anschließen in Hoffnung, dass das alles klappt. So. Jetzt kommt der Test. Und mal schauen, ob das klappt. Jetzt müssen wir die einmal formatieren. Auch hier nehme ich euch einmal die Kamera raus. Jetzt müssen wir einmal formatieren auf das richtige Format. Und das ist sehr gut, weil er hat sie jetzt offensichtlich erkannt. So, jetzt wird die formatiert. Läuft. Hammer, das ist gut. Schlimmer wäre es gewesen, wenn sie nicht erkannt worden wäre. Also alles richtig. So, da sehen wir die Lesegeschwindigkeit. Stark. Sie wurde formatiert. So, und jetzt können wir den Installationsort auch nochmal ändern. Und zwar in den Einstellungen Speicher Installationsort. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Festplatten und jede Menge neuen frischen Speicher. Was wirklich gut ist, weil ich schon seit längerem immer wieder Spiele löschen muss, die ich eigentlich gar nicht löschen will, weil ich dann was Neues installiere. Und jetzt habe ich endlich frischen Speicher und auch noch einen sehr guten Speicher. Wenn ihr das auch selber ausprobieren wollt, zeige ich euch das nochmal. So sieht die aus, die ich hier habe. Von Samsung die 990 Pro. Bam. Datenbank wird neu erstellt. Und die PlayStation startet ganz normal. Badam. Das war's auch schon. Geht also relativ einfach. Von meiner Seite nochmal die Empfehlung. Macht euch vorher Gedanken, welchen Schraubenzieher ihr dafür nehmt. Nicht, dass ihr das so wie ich macht und aus Versehen da diese eine kleine Schraube zerschreddert. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen sollt, wie gesagt, wollt, das ganze Paket mit der Schraube und dieser Unterlegscheibe und dem passenden Schraubenzieher, ich glaube, ich habe 5 Euro bezahlt oder so. Vielleicht ist es das wert, das im Vorfeld auch schon mal direkt mitzubestellen. Wenn was sein sollte, habt ihr den Ersatz schon da und den passenden Schraubenzieher in jedem Fall auch. So, jetzt fragt euch, was machen wir denn mit der PlayStation jetzt, da ich sie schon mal angeschlossen habe. Natürlich spielen wir jetzt Street Fighter. Also, Street Fighter 6 gibt es ja schon eine Weile. Jetzt startet aber das Jahr 2 und da gibt es zum Beispiel die absolute Street Fighter-Legende M. Bison. Ich weiß nicht, ob M. Bison, ob man, also wir haben früher immer Mr. Bison gesagt oder sogar Mr. Bison, als wahrscheinlich als Street Fighter damals rauskam und wir noch weniger Englisch konnten als heutzutage, haben wir immer gesagt Mr. Bison. Aber der heißt ja eigentlich Mister, ne? Der heißt M. Bison. Das war dann auch irgendwann so ein Moment. Jedenfalls ist der dabei und auch Elena. Und deswegen werden wir jetzt mal hier zum Pad greifen und uns warm spielen, weil das müssen wir machen, denn es steht ja in Kürze im August bereits unser Street Fighter Turnier an. Und falls ihr das vorhin verpasst haben solltet, erzähle ich euch das nochmal ganz kurz. Wir machen auf der Gamescom ein Street Fighter Turnier zusammen mit Capcom und Samsung und ihr könnt da mitspielen und ihr müsst auch mitspielen, weil ich bin mega schlecht in Street Fighter. Ich habe es vorhin nochmal auch zu Beginn des Streams nochmal gezeigt. Auf der Webseite könnt ihr auch einfach über das Panel bei mir auf der Twitch-Seite einfach mal ansteuern oder ihr geht auf rocketbeats.tv. Im Blog findet ihr alle Informationen. Ihr könnt euch bewerben. Wir suchen richtig gute Street Fighter-Spieler, weil ihr müsst dann bei mir im Team sein. Alternativ gibt es auch noch weniger gute Partner für euch mit Eddie, Chiara und Zoon. Wir suchen für jeden einen guten Partner oder eine Partnerin. Und dann machen wir halt auf der Gamescom auf der Bühne das Turnier. Alles, was ihr wissen müsst zum Bewerbungsprozess, findet ihr in diesem Blog-Eintrag. Und natürlich wird euch auch die Fahrt und die Übernachtung und so weiter, wird euch dort alles bezahlt. Und der Eintritt natürlich auch für die Gamescom. Genau. Und jetzt zocken wir mal ein bisschen. Erstmal die zweite Kamera hier nochmal ausmachen. Bupp. So. Haben wir Sound. Oh, ich habe hier so geil gebaut zum Bauen. So, wo fange ich am besten mit an? Das ist die Frage. Ja, so verschiedene Modi. Und ihr könnt mir jetzt gerne ein paar Tipps geben, ne? Also,
wenn ihr so geile Tastenkombis oder so in den Chat schreibt, dann versuche ich das direkt umzusetzen. Oh, 7700 Drive-Tickets erhalten. Okay. Okay, wir haben sehr viele Sachen bekommen. Fighting Ground können wir machen. Okay, zum Beispiel Trainingsmodus ist genau das, was ich will. Lass das mal machen. Ah, okay, warte. Okay, wir machen direkt hier Training. Alles klar, komm, wir machen direkt Training. So, wie ehrlich bin ich jetzt? Ich habe natürlich ein bisschen Street Fighter Erfahrung, aber ich habe ein bisschen Erfahrung. So, also, was machen wir hier? Klassischer Typ, moderner Typ, führe Special Moves leichter aus, aber mit weniger Angriffs... Ja, das ist doch besser. Lassen wir mal den modernen Typen. Ich will den modernen haben. Wieso ist der schlechter? Warte mal, führe Special Moves leichter aus? Ja, das ist doch gut, leichter aus. Doch, wir machen modern. Ich muss mir das nicht künstlich schwierig machen. Okay. Pass auf. Bewegung 1 gehen. Ah ja, okay, das machen wir. Erfolg. Okay, wir fangen wirklich ganz vorne an. Jetzt wisst ihr schon, auf welchem Stand ich bin. Dash. Tippe. Dash. Okay, haben wir. Gedashed. Zweimal nach vorne springen. Ja, springen ist X. Nee. Halt überhaupt nicht. Nach oben ist springen. Nicht X. Normale Angriffe. Okay. Leichter Angriff. Sehr gut. Das ist der normale Haken. Mittlerer Angriff. Alles klar. Knie ins Gesicht, mag ich. Und jetzt? Hocke. Ja. Genau, das sind die guten alten Hau gegens Bein. 10 mal hintereinander. Geil. Auf den Kopf. So, also das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal drauf. Das blocken wir, muss man da hinten drücken, oder? Stehender Block und hockender Block. Im Stehen, in die gegensätzliche Richtung eines Gegners, um einen stehenden Block zu machen. Wenn du also nach rechts schaust, genau, versuche einen stehenden Block gegen meinen Angriff, mache ich. Yes, richtig gut geblockt. So, ein stehender Block kann alle abwehren, die nicht auf den Fuß gerichtet sind. Jetzt kommt der hockende Block. Oh Gott. Oh, das habe ich richtig gut gemacht. Hockendes Blocken kann keine Overhead- oder Sprungangriffe abwehren, dafür aber viele andere Angriffe. Eine gute Verteidigung beginnt mit dem hockenden Block. Gegner mit guter Verteidigung kannst du mit Würfen schaden. Drücke in Gegnernähe gleichzeitig Quadrat und X oder L2 für einen normalen Wurf. Ja, ist auch viel besser, wenn ich... Ach so. Ja, dann nehme ich doch L2, ist ja einfacher. Throw Escape, gleichzeitig... ach so, okay. Muss ich aufs Timing achten. Oh, das war zu spät. Entschuldigung. Geil. Special Moves. Alles klar. Wenn du als Luke spielst, reicht es, Dreieck zu drücken. Oh, okay, das ist easy. Sound Blast. Nehme ich. Jetzt nicht nur Soundblast, sondern nach vorne und gleichzeitig. Dann kriege ich noch einen... Oh, okay, das ist ja geil. Alles klar. Oh, ich habe jetzt schon sehr viel gelernt. Rising Uppercut. Jetzt können wir drei kombinieren mit... Achso. Warte. Super Arts. Super Arts, okay, das sind hier die Sachen. Ich bin so ein bisschen gerade über dem Balken, aber unter mir ist jetzt genau so ein leuchtender Balken, nur der des Gegners. Ich kann mich ja mal kurz ein bisschen so, ne, seht ihr das auch?
Also diese Super-Art-Anzeige kann in 3 Stufen aufgefüllt werden, wie durch die Zahlen neben der Anzeige gekennzeichnet. Wenn du mindestens Stufe 1 des Balkens gefüllt hast, kannst du eine Super-Art ausführen. Versuch eine Super-Art Stufe 1. So, jetzt wird es nämlich kompliziert. Nach rechts. Außerdem dazu Dreieck und Kreis. Das war mal ein super Art. Das N bedeutet neutral, wie beim Auto, ne? So, als nächstes folgen die Super Art Stufe 2. Drücke weg von meinem Gegner, während du gleichzeitig Kreis und. Okay. Da muss ich aber an ihn ran, ne? Alter Schwede, ich bin richtig gut in Street Fighter! Ich hatte keine Ahnung, dass ich so viel Talent habe. Und nun zur starken Superart Stufe 3. Sie ist die Trumpfkarte eines jeden Kämpfers. Wie zu erwarten ist, nutzt sie alle 3 Balken der Superart-Anzeige. Wie mache ich den? Nach unten und drücke dann. Oh ja. Hammer. Ob das auch bis zur GC anhält, was ich jetzt lerne? Ja, na klar. Die Drive-Anzeige. So, das sind die Balken unter dem Lebensbalken. Die 6 Balkenanzeige hier ist die Drive-Anzeige. Sie zeigt die Konzentration und Energiestufe eines Kämpfers. Mit Hilfe dieser Anzeige kannst du einzigartige Aktionen ausführen. Für den Anfang gehen wir die beiden grundlegenden Verwendungen der Drive-Anzeige durch. Fangen wir mit dem Drive Impact an. Drücke L1, um einen mächtigen Angriff auszuführen. Hammer. Okay, das hat mich eingekostet. Entschuldigung. Drive Impacts können 2 Angriffe eines Gegners absorbieren, aber es gibt einige Ausnahmen. Hast du Ärger, dann nutze den Drive Impact, um einen Angriff durchzubrechen. Was? Warte. Okay. Was soll ich jetzt machen? Ich bin nicht ganz sicher, was? Was soll ich machen? Probier es in einem echten Kampf aus. Ich werde am Ende der Stage blocken. Drücke L1 und meinen Drive Impact. Okay. Okay. Also wenn er blockt, kann ich ihm damit entblocken. Siehst du, wie die gegnerische Verteidigung zerbröckelt? Wann immer du jemanden in der Verteidigung in der Ecke hast, verlasse dich auf deinen Drive Impact. Alles klar. So, jetzt kommt die Drive Party. R1 gedrückt halten. Versuche meinen Angriff mit einem Drive Parry abzuwehren. Geil. Darf man auf der GC überhaupt modern spielen? Das hoffe ich doch. Drive-Parries wirken gegen stehende und hockende Angriffe und ein erfolgreicher Drive-Parry füllt deine Drive-Anzeige wieder auf. Wenn du dich bedrängt fühlst und nicht weiter weißt, greife auf den Drive-Parry zurück. Alles klar? Sind mächtig, aber können keine Würfe abwehren. Probiere das in einem echten Kampf aus, während ich einen Drive-Parry ausführe, drücke gleichzeitig Quadrat und X, um mich zu werfen. Oder L2. Geworfen. Geil. Ein Perfect-Parry ist ein Drive-Parry, den du in dem Moment ausführst, in dem der gegnerische Angriff dich trifft. Dies ist ein wertvolles Werkzeug, okay? Ja, okay, er hat sie gut geblockt. Ich glaube, jetzt gucke ich mir das einfach nur an. Sehe ich das richtig? Ja, Austausch von Drive Impacts. Drive Impacts sind ein mächtiges Werkzeug für jeden Kämpfer. Wenn ein Gegner sie einsetzt, gibt es eine gute Methode, damit umzugehen, die du dir merken solltest. Du kannst einen Drive Parry nutzen, um einen Drive Impact abzuwehren. Versuch, meinen Drive Impact mit einem Drive Parry abzuwehren. Alles klar? Habe ich gemacht. Wenn du in einem Kampf in die Ecke getrieben wurdest, kannst du darauf wetten, dass dein Gegner einen Drive Impact versuchen wird. Du musst seinen Versuch vorhersehen und mit einem Drive Parry kontern. Eine gute Verteidigung ist immer auch eine gute Offensive, also kannst du einen Drive Impact mit einem eigenen kontern. Das Timing ist schwieriger als bei einem Drive Parry, kann aber zu großem Schaden führen. Lass uns jetzt ein bisschen üben. Reagiere auf meinen Drive Impact mit dem eigenen.
voll gut gemacht. Oder? Schau an, du lernst schnell. Wenn du bedrängt wirst, musst du auf den Drive-Impact des Gegners vorbereitet sein. Wenn du ihn kommen fühlst, versuche nach vorne zu springen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Okay. Verstehe. Let's go. Ja, warte, entschuldigen Sie bitte. Auch nochmal. Ey. Ich soll doch hüpfen, oder? Ich dachte, ich solle hüpfen. Hat er nicht gesagt hüpfen? Wenn deine Drive-Anzeige leer ist, landest du im Burnout und wenn der Gegner dich mit einem Drive-Impact trifft, während du in die Ecke gedrängt bist, wirst du betäubt. Was? Okay. Er ist jetzt im Burnout und okay, alles klar, das hat sehr mächtige Auswirkungen. Puh, ich habe einen Moment lang Sternchen gesehen. Ein Kämpfer im Burnout kann noch betäubt werden, selbst wenn er einen Drive-Impact blockt. Denk daran, du hast mehr Angriffschancen, wenn du jemanden in die Ecke jagst. Das mache ich. Bedingungen für das Kampfende. Lass uns jetzt die Einsatzregeln durchgehen. Die Anzeige am oberen Bildschirmrand zeigt deine Gesundheit an. Auf der linken Seite ist Spieler 1 deine Gesundheit, auf der rechten Seite ist Spieler 2 meine Wenigkeit. Wenn du von einem Angriff getroffen wirst, sinkt deine Gesundheit, ja. Wenn sie 0 erreicht, ist ein Knockout. Schlage ihn K.O. Ja, das kennen wir schon. Das ist ja schon immer so gewesen. Wer den längeren Lebensbalken hat, gewinnt am Ende, wenn es keinen Knockdown gibt. Okay, es ist ein Übungskampf, jetzt werde ich richtig gut sein. Ja, und bam. Kann mir nicht erzählen, dass ich nicht sehr gut bin. Habe ich schon das Gefühl, ich bin sehr gut. Okay, gar kein Problem. Ja, also man sieht schon, da ist Talent vorhanden. Das muss nur noch fein poliert werden. Okay. Guter Kampf. Im Fighting Ground findest du die Tutorials, nutze sie, um verschiedene und stärkere Techniken zu lernen. Ja, wir bleiben aber ein moderner Typ. Ach, warte mal, das haben wir schon gemacht. Entschuldigen Sie bitte. Ja, okay, wir können jetzt rausgehen, das haben wir alles schon gemacht. Oder war der so unzufrieden mit mir, dass er das Gefühl hatte? Er muss alles nochmal mir zeigen. So, Fighting Ground. Wir können jetzt mal so ein Versus machen. Wir können Special machen. Online wäre vielleicht jetzt... Sollen wir mal aus Spaß ein Online-Match machen? Einfach mal aus Spaß ein Freundschaftskampf. Ich will nur Freundschaft machen. So, wir machen Suchbereich begrenzt, Verbindung alle, Crossplay alle, mehr Gegner bestätigen aus. Charakter, ich bleib bei Luke, die haben wir ja gerade gelernt. Oder haben wir Bison hier? Zangief, geil. Die ganzen alten Freunde. Da ist er doch, komm, ich nehme Bison. Okay, der sieht ja krass aus. Der hat sich ein bisschen entwickelt. So, was müssen wir noch machen? Alles Zufall. Oh geil, guck mal. Man kann diese Statements machen. Viel Glück und ich bin höflich. Avatar-Pose. Verbeugung. Immer fair sein. Hintergrund. Rot. Kampf ist rot. So, wie komme ich jetzt in den
Ja, was muss ich machen, damit es losgeht? Hallo? Warum ist die Spielersuche pausiert? Was soll ich machen? Gegner bestätigen. Finde ich eigentlich ganz gut an. Das ist nicht der von Warcraft 3. Zufall geht auch. So, was muss ich denn noch machen? Stage-Auswahl. Zufall wollte ich eigentlich machen. Genau, Zufall. Oder wir suchen uns eine aus. Oh, das sieht nice aus. Rangers Hut. Training Room. Ja, Zufall ist eigentlich besser. So, Gegner-Outfit ist mir eigentlich auch egal. Aus. So, warum geht es nicht weiter? Was muss ich nochmal machen? Wieso ist die Spielersuche pausiert? Habe ich irgendwas überlesen? Ah, jetzt wird schon gesucht. Alles klar, ich muss erstmal aus dem Menü raus und jetzt kann ich mich hier online noch ein bisschen aufhalten und jetzt wird geguckt, ob jemand da ist. Oh, es wurde ein Freund. Ja, guck mal hier. Let's go. Let's go, let's go. Bison gegen Bison. Interesting. Cry for mercy. Round one. Okay, ich bin da so ein bisschen der... Ey, war ja geblockt. Ich bin richtig Blocker. Yes, baby. Warum? Okay, das ist blöd. Okay, das... Ey, hör auf jetzt! Es sah doch so gut aus zu Beginn! Nein, ehrlich gesagt, wir haben exakt die gleiche Power, muss man fairerweise sagen. Come on, der blockt ja alles weg. Das kann doch nicht einfach, der kann doch nicht einfach alles wegblocken. Yes. Oh, wieso bin ich schon K.O.? Ich hatte das Gefühl, ich war relativ gut. Ja, das ist der alte Bison, ne? Das ist eher so sein, komm, ich bitte immer ein Rematch. Wieso habe ich so wenig Schaden gemacht? Ich habe das Gefühl, ich bin richtig gut gewesen. Er hat auch viel geblockt, ne? Muss man sagen. Richtig viel geblockt. Der blockt gut. Ich muss auch blocken. Er blockt sehr gut. Okay, er ist gut. Ah ja, ja, okay. Ja, er übt, glaube ich, mit mir das Blocken. Ich werde jetzt blocken. Jetzt auch blocken. Der will durch nur gegen mich blocken üben. Yes.
Okay, aber ich werde besser, ich werde besser, ich werde besser. Haben wir noch eins? Er will raus. Aha, weil er nämlich gesehen hat, dass ich besser werde. Das hat er genau gecheckt. Dass mein Blocking-Game wird deutlich besser. Zurück zu den vorigen Moves. Modus, nicht Moves. Ich würde noch einen machen. Mal gucken, ob noch jemand kommt. Alles klar. Ja, wir haben einen. Keine Ahnung, ob das der gleiche ist. Alle nehmen Beißen, aber Beißen ist ja auch super. Komm her jetzt. Ich glaube, ich bin rechts, oder? Ne, ich bin links. Okay, wir kommen so langsam rein. Ich muss natürlich die ganzen... Oh. Okay, fuck. Das ist jetzt nicht gut. Oh, da hat er mich gepackt. Schweinemann. Das war geil! Das war mein bester Move bislang. Habt ihr das gerade gesehen, wie ich ihn gecountert habe? Fand ich schon, ehrlich gesagt. Will er ein Rematch? Ja, ich gebe ihm eins. Er weiß nicht, dass ich gerade lerne. Okay. Yes. Fuck. Oh, da habe ich aber einige ganz gute... Johnnys finde ich... Ja, okay. Er ist natürlich noch sehr viel besser, ist ja klar. Habe ich da geblockt? Ah, ich habe das Gefühl, ich gebe hier und da habe ich schon ganz gute Moves ihm gegeben. Versuche mehr Anti-Air-Sprungangriffe vom Gegner einzusetzen. Crouch plus Heavy Punch. Okay. Crouch plus Heavy. Alles klar. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass es ein Stream-Sniper ist, ne? Yeah.
Okay, okay, hör auf jetzt. Richtig, ja, das war richtig gemein. Ja gut, das war eine Sequenz von vielen harten Schlägen gegen meinen Körper. Fand ich nicht cool. Boah, das wollte ich auch machen. Okay, das tut weh, das war's. Ich glaube, ich habe mich aus Versehen verprügeln lassen. Okay. Wie macht man den nochmal, den er da gerade... Oh, er macht einen Ultimate. Da bin ich tot. Hat er leider gut gemacht. Da habe ich ja gar nichts. Gar kein Land gesehen. Wir nehmen mal jemand anderen. Also, was ich bei Street Fighter mal so interessant finde, ist, dass die das wirkt wie so eine stumpfe Prügelei, ne? Wenn man jetzt nicht so im Thema ist. Aber da ist halt massiv viel Lesen der gegnerischen Attacken bei, drauf reagieren, vor allem Reaktionsgeschwindigkeit. Block ich oben, block ich unten, versuche ich einen Konterangriff auf seine Attacke zu setzen. Das ist halt wirklich sehr, sehr taktisch. Man muss es halt einfach gut können, um das auch alles zu nutzen und anzuwenden. Also es ist nicht so lame, wie man glaubt vielleicht, wenn man das noch nie gespielt hat. Es ist verdammt herausfordernd. Das kann man richtig mastern. Und ich habe das natürlich noch nie gemastert. Aber ich habe Bock drauf, das bis zum August so richtig gut drauf zu haben. Warte mal, was können wir noch mal? Ah, wir können auch die Geschichte machen. Ja, das gibt auch eine Geschichte. Können wir auch mal reingucken. Wen nehmen wir denn? Ja, wir können natürlich jetzt keinen Gegner. Das ist ja, glaube ich, der Typ aus dem Tutorial gerade, er hier. Aber kann man von jedem die Geschichte spielen? Zangief. Was ist denn Bisons Geschichte? Warte mal, kann ich das Outfit? Ich kann nur die Farbkombination kann ich ändern. Wir bleiben mal bei Rot. Ja, mach mal. Let's go. Guck mal, da liegt er in der Gosse, ne? Nackt. Ey, mal ganz ehrlich. Nehmen wir an, ihr geht durch eine dunkle Gasse und selbst wenn ihr glaubt, ihr seid stark und ihr seid auch zu dritt, würdet ihr so einen Typen, würdet ihr den verspotten oder würdet ihr einen großen Bogen um den machen? The dude's naked too. Ja, okay. Must have gotten mugged or something. What a loser. What's your deal, old man? Gott, wie kann man sich so selbst überschätzen? Wisst ihr denn nicht, wie das ist? Hey, hang on. We weren't looking for trouble. Promise. Selber schuld. Selber schuld. Hat er jetzt den Klamotten geklaut, ja? Dem Dicken da hat er die Hose geklaut. Die sind alle jetzt Matsch. Beißen. That being said, no matter how many street rats like you I crush,
My hunger cannot be satiated. No! I may not know who I am. But what I desire is crystal clear. So long as I follow this hunger inside of me. Okay, das sieht ein bisschen irre aus. I will eventually find the one who will fulfill me. I will be whole again. China. Okay. Interesting. Hope you're not a sore loser. Round one. So, komm. Das ist ein Leichtgewicht. Und wir sind gut. Yes, ich mach meinen Super. Guckt euch das an. Oh ne, ich wollte gerade sagen, ich mache einen Perfect. Jetzt hat er mir das ruiniert. Dafür kriegt er jetzt Ärger. Easy mit einem kleinen Jab. Round 2. Okay. Habe ich das gut geblockt? Block, Mann. Guck. Oh, no, no. Oh, au, 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 au. Okay, da habe ich einfach nichts von geblockt. Okay, ouch. So, jetzt aber. Ba, ba, da. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich entdecke ganz neue Talente an mir. Wenn ihr Bock habt, Leute, mit mir zusammen zu spielen und ihr seid gerade Zeuge geworden eines talentarischen Erwachens. Ihr seht gerade, wie ein bislang unbedarfter Street Fighter-Spieler etwas in sich entdeckt, wo sich eine Tür öffnet, von deren Existenz er nichts wusste. Und ihr könnt mit mir zusammenspielen auf der Gamescom. Im August haben wir ein fettes Turnier. Und zwar 2 gegen 2 Turnier. Das heißt, einer von euch kann mein Partner oder meine Partnerin sein. Und ihr seht, wie ich trainiere. Ihr seht, wie groß das Talent ist. Entscheidet euch für mich. Und das Ganze funktioniert so. Ihr geht auf rocketbeans.tv, auf die Website und dann auf den Blog. Apropos Block, habt ihr gesehen, wie ich geblockt habe? Und dann lest euch das mal durch, was man alles machen kann. Entschuldigung, kann ich reden und spielen gleichzeitig? Oh nein, das ist gemein. Die hat mich K.O. gemacht. Egal, das zählt nicht. Jedenfalls habt ihr dort alle Informationen in diesem Blog-Eintrag, was ihr machen müsst. Ihr müsst euch nämlich bewerben und dann laden wir 8 von euch mit den besten Bewerbungen ein. Dann spielt ihr ein Turnier gegeneinander. Und die besten 4 von euch, die dürfen sich dann aussuchen, mit wem sie spielen wollen. Entweder mit Chiara, Soon, Eddie oder mir. Und dann zahlen wir euch die Reise zur Gamescom. Und dann gibt's da das fette Turnier. Nein. Oh, scheiße. Nee, das wollte ich auch machen. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen. Nein! Nein, ich kann es nicht packen! Reicht es, wenn wir einfach schön sind und uns gut ausdrücken können? Nein. Kennt ihr jemanden, bei dem das gereicht hat? Scheiße, die hat mich komplett lang gemacht. Ja,
Continue. Neue Kraft erwacht in uns. Genau. Also macht das in jedem Fall. Bewerbt euch, wenn ihr gut seid. Jetzt muss ich hier mal eine Lernkurve zeigen. Die ist echt gut, die. Habe ich da gar nicht Zug drauf. Was hat die da in der Hand? Okay, komm, ich muss dich jetzt platt machen. Boah, das hat sie gekontert. Das war ärgerlich. Nein, nein, die ist gut, die ist gut. Yes. Yes. Na. Und jetzt. Suplex. Nein. Nein, 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 das zählt nicht. Nein, 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 hör auf jetzt. Ich war doch schon so weit. Yes. Oh, war das eine knappe Geschichte hier. Habt ihr das gesehen? Ich lerne Bison zu kontrollieren wie einen wilden Mustang, den ich reite. Oh. Oh, fuck you. Ah! Muss da mal raus aus der... Nein, okay. Keine Ahnung, wie ich das blocken soll. Oh, das hat die einfach mal gekontert. Da war ich ja vielleicht zu weit weg. Nein, 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 nein. Nein. Keine Ahnung, wie ich das kontere am besten. Aber das ist schmerzhaft. Kann man das blocken, diese fürchterliche Attacke? Oh, okay. Autsch, no way. Jetzt. Krabschung. Hä? Ja, mir doch egal, was war das? Ja. Ja, Wolski. Ja, das habe ich gut gemacht. Was ist dein Main? Achso, ihr seid untereinander, ne? Ich habe gedacht, du fragst mich nach meinem Main. Natürlich bist Bison mein Main. Okay, das heißt, wir haben als nächstes einen Abstecher in die USA. Da wartet natürlich Monster Truck. Oh shit, okay. Okay. Oh, es beeil dich.
Und, wie weit sind wir? War das gut? Ich glaube, das war gut. 246.300 klingt sehr, sehr gut. Das sind mal diese Zwischenspiele, die gab es ja früher auch da mit dem Auto da am Pier. Aki. Okay, komm her, Aki. Oh, ist sehr gelenkig. Aua. Und, Ah, Mann, ich wollte über die... Bla... Bumm. Oh nein, es hat sie mich gepackt. Sehr gut, das war ein guter Kampf. Okay, komm her. Macht sie wieder diesen ekelhaften Ball oder was? Oh, Alter. Okay, das war jetzt, hat sie gar keinen Bock mehr auf. Ja, okay, alles klar. Oh Gott. Okay, jetzt führt sie mich vor. Jetzt will sie einmal kurz zeigen, dass sie auch was drauf hat. Das blockt sie sogar. Jawohl. Aber ich bin bald hinüber. Also sie ist zu krass gerade. Okay, jetzt ist auch eine Bubble. Ja, okay. Die Runde ging aber deutlich an sie. Da hat sie direkt zu Beginn ein paar Statements gesetzt. Was ist denn das für ein Wurmmensch? Guck mal, wie die gelenkig die ist. Und da hat die auch noch so komische Seifenblasen. Und jetzt, ja, okay. Das war smart. Okay, krass, die macht die ganze Zeit diese Würgegriffe. Oh, fuck. Okay, das ist krass. Hat mir richtig gegeben. Nein. Bam! Bison Style! Da ist er. 677.501 Punkte! Jetzt fehlt uns nur noch eine. Und zwar Ilse Unknown. Ich helfe dir, Bison. Why have I been drawn here? I don't know, Bison, aber wir schaffen das gemeinsam, es herauszufinden. What is this yearning? This power? Battle after battle, and yet the urge still rages on. What? Well, well. Well, well. What have we here? What the hell are you doing here? Die kennt mich offensichtlich. Bison? Who is that? Who is Bison? Let me tell ya, Bison's the lowest of the low. But he was supposed to be 6 feet under by now. Sie weiß etwas über unsere Geschichte. I see. Bison was supposed to have died. You shall tell me more. Die lässt sich aber nicht einschüchtern, glaube ich. Yuri. Na, mal gucken, was sie drauf hat. Interesting. Time to play. Wieder so eine gelenkige Kämpferin hier. Oh, okay, die ist schnell. Aber ich bin dafür stark. Oh, Mist. Oh, die hat mein... Ja, hast du jetzt davon. Oh, aua, hör auf. Nein, hör auf. Ich bin unzufrieden.
Oh, die haben mir das System bedient. Nein, ich darf sie nicht. Nein, oh, die ist krass. Oh, die kann gut kontern. Die ist sehr, sehr schnell. Na ja, komm her, ich konnte aber jetzt auch. Hara, hara. Ja, das. Ja, hör auf. Warum kann sie das? Hara, hara! Oh nein, das kann ich nicht kontern. Oh nein, das hat sich gerade so krass gekontert gerade. Oh no, no, no. Oh, das war richtig gefährlich. No, 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 no. Wow. Oh, das war knapp, ey. Alles klar. Fatsch. Fatsch. Okay. Ah, Jury! Nee. Das machen wir direkt nochmal. Interesting. Ja, come on, let's go. Jetzt krieg ich dich aber. Die ganzen Moves von der immer. No, jetzt nicht arrogant werden. So. Das war gut. Was? Hab ich doch geblockt. Okay, hör auf jetzt. Okay, das ist jetzt wieder ein komplettes Desaster. Weil sie jetzt ziemlich gekontert, obwohl ich sie gekontert hatte. Okay, das ist gerade krass. Die kann doch nicht alles blocken.
No, 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 no. No way. Oh. Oh. Alter, wie sie mich gerade gekontert hat. Fuck. Nein, ah, dieser eine gerade, der Zipfel, ne? Ich glaube, sie hat original einen Lebenspunkt noch gerade, ne? Komm, let's go. So, jetzt gibt's Ärger. Nein, wieder gekontert. Jawohl. Okay. Huhuhu. Show me your worst. Was? Oh Gott. Sie hackt immer auf mir rum. Yes, haben wir sie. I make you talk. Jetzt rede. Was ist die Geschichte? Los, raus. What you wanna hear?
Ja, das ist nicht so gelaufen, wie sie das wollte. Was der für Arme hat. Guckt euch mal die Arme an. Das ist ja einfach lächerlich. Wie soll man denn gegen so jemanden bestehen mit solchen Armen? You are nothing but a squawking crow. However, Bison, yes, that will do. I shall take that name for myself. What? Bison is what you shall call me now. Although I have no desire to know your name. Satisfy my hunger. That is all I need from you. Now dance for me, Crow. Oh, jo, jo. Ich glaube, er ist leicht verrückt. Leicht verrückt. Haben wir ganz gut gemacht. Haben wir tatsächlich die Bison-Kampagne durchgespielt. War ja nur 5 Kämpfe, aber also was heißt durchgespielt? Ich weiß gar nicht, vielleicht geht es auch noch weiter, aber es scheint mir durchgespielt zu sein. Ihr Lieben, das ist Street Fighter. Street Fighter 6. Es gibt jetzt mit im zweiten Jahr sozusagen auch neue Kämpfer, zum Beispiel eben jenen Bison, den ihr ja sicherlich aus den ganz alten Spielen natürlich noch kennt. Aber auch Elena ist wieder mit dabei. Also, wenn ihr noch nicht reingeschaut, schaut da jetzt mal rein. Und für euch nochmal der Hinweis, dass wir für die Gamescom Leute brauchen, die mit uns zusammen spielen. Und zwar, warte mal. Hoffe ich, das Signal kommt nochmal rein. So sieht's aus. Ich zeige euch das nochmal. So, das hier ist der Blog-Eintrag. Da könnt ihr einfach mal raufgehen, das ist auf rocketbeans.tv oder ihr geht hier über meinen Chat-Command oder ihr geht über meine Twitch-Seite und drückt da mal auf die Grafik drauf. Und hier habt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ihr müsst einfach nur euch bewerben. Wie das geht, steht hier alles. Und folgende Sachen müsst ihr beachten. Erstmal, ihr müsst super gut sein in Street Fighter. Denn ihr spielt entweder mit Eddie, Zoon, Chiara oder mir in einem Team und wir vier sind mehr oder weniger auch sehr schlecht. Aber ich werde üben, also ich übe jetzt hier einfach und ich habe gerade schon Talent geschnuppert. Ich habe das Gefühl, ich habe alles, was man braucht, um sehr gut zu sein. Und daher habt auch ihr Interesse, wenn ihr gewinnen wollt, mit mir zusammen zu spielen und nicht mit den anderen. Ihr müsst eine schriftliche Bewerbung anliefern und dann werden wir 8 dieser Bewerbung rausfischen und die dann bei RBTV Home am 11.07., also ist das schon, ist übernächste Woche, ne? Werden wir uns das angucken und dann suchen wir 8 raus, also die 8 besten, skilligsten Bewerbungen suchen wir raus und dann gibt es ein Community-Turnier in Hamburg am 19.07. So, da müsst ihr erstmal euren Skill auch beweisen und euch gegenseitig raushauen. 4 bleiben am Ende übrig und diese 4 von euch fahren zur Gamescom. Wir übernehmen Fahrtkosten und Unterbringung und natürlich auch Eintrittskarten für die Gamescom. Dann werden wir Teams bilden. 4 von euch suchen sich jeweils einen von uns 4 aus und dann haben wir schöne 2 Vierer-Teams, 4 Zweier-Teams, so rum. So, und dann müsst ihr natürlich auch checken, dass ihr an diesen Daten auch könnt. Dann am 19.07. ist das Qualifikationsturnier, habe ich ja gerade gesagt. Und dann am 22.08. bis 24.08. täglich von 14 bis 17 Uhr ist das Turnier auf der Gamescom in Köln. Also da brauchen wir euch dann natürlich auch vor Ort. Und hier steht ja nochmal, was ihr wissen müsst, wenn ihr euch jetzt bewerben wollt. So, Leute. Muss Bachelorarbeit kurz danach abgeben. Ja, das ist doch egal. Bachelor, Schmetschler. Also, ich habe wirklich ein bisschen Blut geleckt. Das ist schon nice, weil ich habe früher immer nur Button-Mashing gemacht. Und jetzt habe ich so ein bisschen mal gecheckt, dass man auch viel so reagieren kann, blocken kann vor allem. Also, das ist schon sehr taktisch. Ich suche mir mal einen schönen Kämpfer raus.
Und was wir noch machen werden nächste Woche, ich bestelle mir jetzt mal so ein Schraubenset und nächste Woche bauen wir dann zusammen nochmal diese coole Festplatte ein, die mir Samsung geschickt hat. Das will ich in jedem Fall noch machen, denn es ist tatsächlich bei mir so bei der PlayStation, dass mein Speicher so klein ist, dass ich ständig Spiele löschen muss, wenn ich was Neues installieren möchte. Und mit dieser neuen Festplatte wird das dann endlich ein Problem aus der Vergangenheit sein. Das machen wir also dann nochmal. Ich gucke mir erstmal, dass ich diese Schrauben bestelle und dann bauen wir das nochmal zusammen und dann zeige ich euch, dass das hier gerade einfach eine sogenannte Montagsschraube war und ich habe überhaupt gar keine Verantwortung. Ich kann da gar nichts für. Das müssen wir echt festhalten, dass die Schraube so zerdeddelt ist. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Und die Tage folgen noch weitere Streams auch von den anderen, die auch ein bisschen üben wollen. Also Chiara, Sohn, Eddie werden auch noch mal ein bisschen Street Fighter spielen. Und ich glaube, die werden sich auch noch mal dran versuchen, eine Festplatte einzubauen. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich mit Abstand der Einzige sein, der es verkackt hat. Egal. Lösch doch mal Elden Ring. Nee, genau. Alles klar. Machen wir so. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.